Wenn es um Baustellen geht, ist das Stadtgebiet Weißenfels sicher ganz vorne in der Hitliste mit dabei. Eigentlich wird immer irgendwo gebaut und dazu Straßen gesperrt. Viele Baumaßnahmen sind natürlich notwendig, um Alterung und Verfall zu stoppen. Aber nun kommt es für alle Verkehrsteilnehmer in der Saalestadt richtig dicke. Ab 2023 wird nämlich die Verbindung zwischen Alt- und Neustadt über die Saale wegen eines Neubaus der Brücke für rund 2 Jahre komplett unterbrochen. Jetzt hat die Stadtverwaltung erste Details zum Neubau der 1952 gebauten Brücke vorgestellt. Die bisherige Stahlbetonbrücke stellt die einzige Verbindung für Autos in der Innenstadt dar. Alternativen wären die Umfahrung der Stadt über die B91 oder der Weg bis zur Henne bei Naumburg. Dort quert die Bundesstraße dann wieder den Fluss. Bei der letzten Prüfung der Brücke wurde festgestellt, dass die Standsicherheit und Verkehrssicherheit des Bauwerkes beeinträchtigt sind. So weist unter anderem die Fahrbahn eine zu geringe Betondeckung auf. Zudem wurden an zahlreichen Stellen Abplatzungen und Risse festgestellt. So weisen beispielsweise die Bauelemente, auf denen die Brücke aufliegt, Risse und Fehlstellen auf. Die Schäden haben schon zu Durchfeuchtungen geführt. Darüber hinaus sind auch die Geländer schadhaft. Damit ist eine Reparatur finanziell nicht wirtschaftlich und die alte Brücke muss komplett abgebrochen werden. Anschließend entsteht eine Stabbogenbrücke mit etwa 100 Meter Länge und 15 Meter Breite. Der Bogen ragt an der höchsten Stelle etwa 11 Meter in die Luft. Die Geländerhöhe beträgt 1,30 Meter. Auf beiden Seiten wird ein geteilter Geh- und Radweg angelegt. Nicht wie bei der alten Brücke werden 2 Stützpfeiler das Bauwerk tragen, sondern nur noch einer. Damit wird auch das Hochwasserproblem des Aufstauens von Baumstämmen in der Saale an den Pfeilern verringert. Für den Abriss der alten Saalebrücke plant das Land Sachsen-Anhalt aktuell 6 Monate ein. In den folgenden 14 Monaten wird dann die neue Brücke errichtet. 4 Monate sind für Anbindungsarbeiten vorgesehen. Das Stahlfachwerk der Brücke wird auf einem Platz unterhalb der Straße zum Bahnhof vormontiert. Der Stabbogen wird dann auf einem Floß eingeschwommen und von der Saale aus eingebaut. Das Land Sachsen-Anhalt rechnet mit Gesamtkosten zwischen 11,7 und 11,8 Millionen Euro. Allerdings gilt es bis dahin sicherlich noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Denn wie verhält sich zum Beispiel die Brückensperrung mit der Anfahrt von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei in die Neustadt? Die entsprechenden Wachen sind allesamt auf dem Gebiet der Altstadt. BLK Regional wird in den kommenden Jahren immer wieder aktuell über den Fortgang dieser größten Baustelle in Weißenfels berichten.